Was in der letzten Folge geschah? Ah, unser Störenfried. Du magst ja in Johto vielleicht viele Orden erkämpft haben, aber ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen. Meine Wasser-Pokémon haben es drauf. Ich bin gespannt, ob du überhaupt Wasser-Pokémon einsetzt, aber let's go, Pi. Ampharos, okay. Das ist dein höchstes Pokémon. Wir werfen jetzt die erste Heilung. Ich meine, wir dürfen ja viermal heilen insgesamt. Wir werfen die erste Heilung auf Hideyoshi. Damit wir potenziell aus einer Gefahrenzone von Ampharos rauskommen. Ladungsstoß. Du wirst wahrscheinlich so 60 Schaden machen, wenn ich jetzt schätzen dürfte. Nein! Nein, das hast du gerade nicht getan. Okay, Lichtschild ist gut für uns, weil ich sowieso physisch angreife. Das war mir so klar. Es war mir so klar. RNG mag mich nicht. Okay. Ich bitte um einen Crit, einfach nur als Gerechtigkeitsausgleich. Natürlich nicht. Ich muss aber tatsächlich hier Top-Genesung werfen. Unsere zweite Heilung von 4. Ich wollte eigentlich eine Top-Genesung auf Roberu werfen. Problem ist nur, Hideyoshi hat ja dann doch gerade Probleme, die ich nicht ignorieren kann. Ein Problem ist halt, dass ein potenzieller Crit Hideyoshi besiegt hätte und das hätte ich nicht gutheißen können. Egal, Ampharos ist garantiert down. Und damit haben wir nur noch einen Gegner. Und es ist Starmie. Oh, das ist tatsächlich dein Ace-Pokémon. Unglaublich. Gar nicht mal so übel. Puh, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich auch ein bisschen. Mann, du bist wirklich gut. Ich gebe es offen zu. Du hast wirklich einiges an Talent. Hier hast du den Quellenorden. Den Quellorden, nicht Quellenorden. Oh, noch etwas. Hier behalte das als Andenken an unseren Kampf. Das war, glaube ich, Aquawelle normalerweise. Darum findest du Kosmikkraft. Manchmal können deine Pokémon mit dieser Attacke ihren Gegner verwirren. Ja, ist Aquawelle. Du hast dich von Johto bisher durchgekämpft. Ich bin mir sicher, dass du sie zu deinem Vorteil einsetzen wirst. Hey, tut mir leid, aber das stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin es wirklich. Ich bin Janina, die Arenaleiterin von Fuxania City. Verdammt! Verdammt! Forest. Kokowai. Da brauche ich auch noch nichts machen. Kokowai dürfte auch nicht in der Lage sein, mich zu one-shotten in der Range. Machen wir Finte. Ich habe nichts gesagt, du hast Blättersturm. Gut, dass du verfehlt hast. Er hat kurz ein bisschen gechoked. Weil ich komplett vergessen habe, dass du ja auch tatsächlich gute Angriffe beherrschen kannst. Okay, wir heilen Hideyoshi, weil das hätte schief gehen können. Wir hätten jetzt Hideyoshi verlieren können, legit. Und selbst wenn du jetzt zweimal Blättersturm treffen solltest, würdest du mich nicht killen können damit, weil du jetzt minus zwei mit Blättersturm gehst. Das war kein Crit. Egal. Wir haben ja trotzdem noch eine Heilung und du bist jetzt minus zwei. Das heißt, selbst wenn du critten solltest... Boah, das ist gefährlich. Das ist viel zu gefährlich. Holzhammer. Okay, wild. Du hast Holzhammer und Blättersturm auf deinen Kokowai. Das ist interessant. Übrigens zwei von vier. Also Heil-Items. Weil sie hat sich ja einmal selber geheilt. Du bist stark. Ich sehe schon. Du hast also selbst Koga von den Top 4 besiegt. Mein Vater. Ha, du kamst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Niederlage an. Hier, nimm den Seelenorden. Übrigens, Fun Fact für die Leute, die es nicht wussten. Seelenorden und Sumpforden wurden fälschlich benannt, weil eigentlich sollte der Seelenorden an Saffronia City gehen und der Sumpforden an Fuxania City. Sie haben es aber falsch rum gemacht. Du bist stark, ich habe hier ein ganz besonderes Geschenk für dich. Diese Attacke nennt sich Lehmbrühe und kann deinen Gegner vergiften. Eigentlich Matschbombe. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Nette Einstellung. Und nun zur heutigen Folge. Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Trainer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Und im heutigen Part möchte ich erstmal mit euch Fuxania City erkunden.
Im letzten Part habe ich ja zwei Arenen gemacht und ich denk mir erstmal, gut, für die erste Hälfte für heute reicht das. Und für die zweite Hälfte, denke ich, nehmen wir uns noch eine weitere Arena vor. Aber Fuxania City ist ja auch so ein kleines Städtchen, dem ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen möchte. Und deshalb schauen wir uns erstmal ein bisschen um und vielleicht finden wir das ein oder andere coole Zeug. Die Tochter von Koga, einen der Top 4, hat es hier bis zur Arenaleiterin gebracht. Das haben wir gemerkt. Die haben wir bekämpft. Großvater ist gerade zu Besuch bei Bill in seinem Haus am Kap von Azuria City. Ich habe vom Radweg aus ein paar merkwürdige Pokémon in der Gegend herumschleichen sehen. Okay. Interessant. Ich glaube, er will ein bisschen darauf anspielen, dass hier ein paar Johto-Pokémon exklusiv waren zu der Zeit. Nachdem mein Opa die Safari-Zone aufgegeben hatte, nutzte mein Papa die Gelegenheit, um auf dem Gelände den Park der Freunde zu öffnen. Pokémon einzufangen und wieder laufen zu lassen, muss meiner Familie wohl im Blut liegen. Ja, vermutlich. Hier können wir übrigens natürlich auch einen Encounter mitnehmen. Und das wollen wir doch auch gleich mal machen. Nutzen wir doch gleich mal die Superangel wieder. Und es ist... ein Phlegmon? Wenn du auch nur ein halbwegs vernünftiges Wesen und Fähigkeit besitzt jeweils, dann bist du so ein Monster. Ich glaube, ich hatte es in den vergangenen Parts schon oft genug angemerkt, aber Phlegmon und insbesondere Lamus, also die Weiterentwicklung, wahnsinnig gutes Pokémon. Also Lamus ist so dermaßen gut, dass ich halt darauf schwöre. Also wirklich, ich schwöre darauf, wie gut Lamus als Pokémon ist. Und es ist eine der besten Gen 1 Pokémon mit Leichtigkeit. Und ich bin geflohen, nicht blöd. Ich wollte durchdrücken und ich bin geflohen. Kein Lamus für uns. Schade. Schade, schade. Ich hätte es sehr gern gehabt. Ich dachte eigentlich, die Safari-Zone sei nur vorübergehend geschlossen, aber jetzt soll sie urplötzlich nach Johto umgezogen sein. Das ist ein bisschen schade. Die Safari war die Hauptattraktion dieser Stadt. Das ist schon richtig. Einer der Top 4 war früher einmal der Arenaleiter von Fuxania City. Das ist richtig, Kuga. Bären für Stücke. Hallo, komm ruhig näher. Bei mir kannst du Stücke gegen Bären tauschen. Wenn du irgendwelche Stücke dabei haben solltest, kannst du bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar eintauschen. Das ist fast geschenkt, sage ich dir. Du kannst das ja mal so dir in die Haare schmieren. Ich weiß ja nicht, was du für Bären hast, aber wenn du nicht gerade die absolut wichtigsten Competitive Ready Bären hast, dann gibt es nicht auch mal im Entferntesten einen Grund, dir irgendwas zu geben. Wir gönnen uns noch einen 10er Hyperbälle. Noch einen 10er Hypertränke. Und jetzt schauen wir, was der über uns hat. Was verkaufst du Feines? Drachenzahn, Pudersand und Rauchball. Mein nett, aber nichts, was wir benötigen. Ich glaube, wir haben sogar schon alles davon. So, hier ist der Park der Freunde. Der bringt uns ehrlich gesagt genau gar nichts. Damit können wir Pokémon aus der vorherigen Generation fangen. Und ja, ich glaube, ich muss euch nichts Genaueres hier erklären, oder? Nun gut. Wir können jetzt noch kurz an den südlichen Rand hier gehen. Aber, wie ihr seht, Route 19, der störende Felsbrocken wurde beseitigt, aber bis der Erdboden geebnet und begehbar gemacht werden kann, dauert es noch. Hier kommst du nicht weiter, weil hier gerade Planierarbeiten im Gange sind. Um zur Zenoba-Insel zu gelangen, musst du den Umweg über Alabastia machen. Ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht haben. Wirklich, es gibt eigentlich gar keinen Grund, weshalb man das tun sollte. Aber
Es ist ein unnötiger Roadblock, den sie getan haben und... Whatever. So, wir hätten natürlich jetzt die Möglichkeit, den Radweg in Angriff zu nehmen, aber will ich nicht. Der Radweg ist mir nämlich gerade ein bisschen zu viel Trainerspektakel. Das können wir in einem anderen Part mal machen, wenn ich Bock drauf habe. Wir gehen stattdessen jetzt nach... Nach Urania City. Und in Urania City möchte ich die rechte Route kurz abgrasen. Da gibt es nämlich eine Kleinigkeit, die sich definitiv lohnt anzusehen. Okay, Route 11. Was sehen wir denn da? Was ist denn das? Das große Pokémon schläft friedlich und fest. Es scheint es da sehr gemütlich gemacht zu haben. Route 11. Lass mich kurz auf Pokécom schauen. Dürfen wir einen Encounter offen haben? Ja. Ja. Wir waren vorher nämlich nur auf Route 10, Route 12 und Route 8. Und natürlich alles andere hier unten. Wait. Hatte ich... Doch, hier hatte ich kaum Alert. Okay. Und weil ich den Pokécom gerade geöffnet habe, hat sich automatisch schon das Radiomodul aktiviert. Relaxus Augen springen plötzlich auf, es ist wach. Ja, genau das. Level 50 ISO. Ich habe Angst. Ja, genau das benötigt man. Man benötigt die Pokéflöte. Und mit der kann man dann Relaxo aufwecken. So war es zumindest in der ersten Generation. Und in der zweiten Generation haben sie die Pokéflöte in das Radiomodul gepackt, was man halt nur über diese Sidequest oder beziehungsweise notwendige Sidequest, sagen wir mal so, gepackt haben. Und ja. Warum das notwendig ist, man muss durch die Diktahöhle. Ich versuche dich gerade ein bisschen zu schwächen, damit ich dich da problemlos... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit ich dich dann problemlos fangen kann. Izzo, ich habe ja schon immer gesagt, wohin genau, ich habe viel zu viel Respekt in der Nuzlocke davor. Und das liegt daran, dass halt nur Spiegelcape, Konter, Abgangsbund und Bodyguard besitzt. Und die Angriffe sind mir ein bisschen zu gefährlich. Weil die halt einmal misspredicted dein Pokémon töten können und ja, darauf habe ich ja gar keine Lust. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn du jetzt langsam aber sicher mal in der Range bist, dass ich dich einfach fangen kann. So, bleib jetzt drin, los. Jawohl, wunderbar. Da-da-da-da-da-da-da. Und Izzo, wie nenne ich dich? Okay, Leute, ich bin lustig. Sorry. Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir absolut leid. Nicht für Izzo, sondern für euch Zuschauer. Okay. Damit haben wir unseren Encounter für diese Route. Wir heilen mal ganz kurz mein Rubberu. Und auf der rechten Route hier haben wir natürlich auch wieder eine ganze Menge Trainer, die wir kämpfen wollen. Beziehungsweise ganze Menge ist falsch gesagt. Es gibt hier einige, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Und wenn wir mit der Route fertig sind, möchte ich die nächste Arena in Angriff nehmen. Quabbo! Man kann die Route übrigens auch von der anderen Seite begehen. Aber es ist notwendig, dass Relaxo verschwindet, um die Diktahöhle betreten zu können. Bin übrigens sehr gespannt, was für einen Encounter wir in der Diktahöhle haben. Aber das werden wir nicht mehr in diesem Part erleben. Das machen wir erst, sobald ich in die Diktahöhle gehe. Lass mich mal ganz kurz Topschutz aktivieren. Ich habe nämlich das Gefühl, ich werde sonst von allem und Zeugen Jehovas gleichzeitig angesprochen. Bam, bam, bam. Der Pokémon-Trainer ist Mogeln tabu. Liefern wir uns einen Fernkampf. Ja, das ist richtig. Also, nicht mogeln. Weißt zwar nicht, wie du mogeln willst, Champion Marcellus, aber mogel mal nicht.
Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Donnerblitz einsetzen, aber dann haben wir halt mal geruckzuckiebt. Und da macht's Angeberei und das könnte fatal für mich sein, dass ich das gerade verkackt habe. Ba-ba-ba-ba. Okay, nevermind. Roboru kommt durch und siegt souverän über das Hohenweisel. Hohenweisel ist so ein Pokémon aus der vierten Generation, dem ich immer einen hohen Stellenwert zugeschrieben habe. Und ich würde sagen, für Vanilla durchspielen ist es tatsächlich ziemlich gut. Im Competitive halt gar nicht. Huch, wie ist das denn passiert? Das frage ich mich auch. Bam, bam, bam. Es juckt und sticht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. Ja, deshalb sollte man das ja auch nicht machen. Und das sage ich als Dorfjunge. Champion Bob mit einem Dragoran. Da möchte jemand flexen. Ich habe auch einen Dragoran. Aber das kann ich jetzt noch nicht einsetzen, weil es noch nicht auf dem Level ist, in dem es gut ist. Die Paralyse. Da kannst du so viel Agilität einsetzen, wie du möchtest. Paralyse hat basically komplett dein Dragoran ruiniert. Und wir machen einen Ruckzuckhieb und weg mit dir. Ba, 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 ba. Panzer Aeron, das hat keine Chance. Nicht mal im Entferntesten. Dieser stromleitende Vogel, der wird jetzt so vom Himmel geblitzt. Dum, da, dum, 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 dum. Ah, kurz vorm Level Up. Hey, ich gebe mich geschlagen. Das freut mich. So. Dich haben wir noch. Und ja, dann haben wir alle Trainer auf der Route erledigt. Sehr schön. Du sagst einfach gar nichts. Du mysteriös. Drei Pokémon. Alabis. Gefundenes Fressen für meinen Donnershock. Wobei, Donnershock. Donnerblitz. Wobei es nicht mal meddern würde, weil du Level 39 bist. Aber gut. Den Aal, den haben wir sowas von gebuttert. Gott, jetzt wo ich die 166 Angriff von meinem Roboru sehe, denke ich mir, Donnerschlag wäre schon geil. Oder Stromstoß, aber Strom... wobei, doch, Stromstoß, das würde funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass Roboru von sich aus Stromstoß lernen kann in der Generation. Ja, Nogok ist zwar beeindruckend und alles, aber... na, no, Deoxys. Es kann einfach kein Part vergehen, ohne dass wir irgendein legendäres Pokémon sehen, oder? Wobei, ich glaube, im letzten Part haben wir keins gesehen. Bin mir gar nicht sicher, aber egal. Legendäre Pokémon dürfen nicht fehlen. Bam, bam, bam. Ja, ich meine, Deoxys hat sogar zu dir gepasst, Mate. Wir gehen noch mal kurz hier in das Häuschen. Ah, okay, sie haben die oberen Etagen entfernt davon, schade. Okay, 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 okay. Das heißt aber auch, wir sind mit der Route fertig und die Arena, in die ich gehen möchte, ist die von Saffronia City. Saffronia City, das ist da, wo man infamerweise in der ersten Generation ausgelockt wird. Aber man da sogar sich so ein bisschen reinmogeln kann, insbesondere wenn man, wie ich, eine Nuzlocke gespielt hat, weil man ein Getränk braucht. Also Sprudeltafel, Wasser und so weiter. Und damit kann man sich dann an den Wachen vorbeimogeln. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn man eine Randomizer Nuzlocke spielt, kann man potenziell ja vorher einer der drei Items finden. Und mit denen dann dafür sorgen, dass man early nach Saffronia City kommt. So, jetzt dürfen wir uns hin und her teleportieren. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinen Körper strömt. Wild. Wild? Zerpeis? Sicher? Sicher, dass irgendwas in deinen Körper strömt, außer Scham? Zerpeis ist doch sicherlich zwei Ruckzuckhiebe wert, oder? Na, muss ich wirklich einen Donnerblitz dafür aufwenden? Du bist halt den Donnerblitz nicht wert, um wild zu werden. Na gut, was soll's. Weg mit dem Dreck. Ein Volltreffer.
Unnecessary. Du wirst auch zweimal an den Donnerblitz an dem Punkt gestorben. Doki Börderrecht Level 37. Wuhu. Gengar. Das passt tatsächlich ziemlich gut. Ich find's lustig, im Pokémon-Anime wurde promoted, dass man ja ein Geist-Pokémon fangen soll, um gegen die Psycho-Pokémon einzutreten. Ironischerweise haben sie aber einen großen Fehler begangen in der Programmierung und Geist-Pokémon sind tatsächlich schwach gegen Psycho-Pokémon in der ersten Generation. Generell die erste Generation, sie hatte einige Probleme, die sie später behoben haben und ich bin auch froh darüber. Weil die Wechselwirkungen, so wie sie jetzt sind, die ergeben halt sehr viel mehr Sinn. Ich werde übrigens mir nicht die Mühe machen, alle Trainer ausfindig zu machen. Wenn ich bei Sabrina lande, bin ich dort. Übersinnliche Fähigkeiten kommen aus der Seele. Weil ich von den Teleporträtseln immer ein bisschen müde werde. Ariados! Du erkennst Blitzfänger, das ist ja super. Jetzt kann ich Roboru nicht einwechseln, beziehungsweise kann ich schon, aber ich kann halt nicht Donnerblitz verwenden. Was ich eh nicht vorhatte, weil offensichtlicherweise gebe ich mich lieber zufrieden, dir zweimal einen Surfer ins Gesicht zu klatschen. Und selbst mit Agilität ist dein 40er Initiative, Ariados, nicht schnell genug, um mich zu besiegen. Ich glaube zumindest, dass du bei 40 warst, aber du warst auf jeden Fall super, super langsam. Was keinen Sinn ergibt, weil du eine freaking Spinne bist und Spinnen auf ihrem Spinnennetz halt super schnell sind. Und da ergibt Watzhaf bzw. Voltula sehr viel mehr Sinn. Satzenia, da setzen wir Alucard ein. Das ist ein gefundenes Fressen für unsere Fledermaus. Apropos Alucard, Symphony of the Night. Ich muss es spielen. Ich habe Symphony of the Night für mein Smartphone tatsächlich. Oh. Okay. Ich habe gerade eine Sendungsverfolgung bekommen. Also, ich weiß zwar nicht was genau, aber ich bekomme auf jeden Fall eine Sendung zugestellt. Das Dumme ist, es hat Unterschriftenerforderungen. Oh mein Gott. Das heißt, ich hoffe, sie stellen es nicht zu, wenn ich nicht wach bin. Weil das kenne ich zu gut. Das Karate-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Porygon Z. Und ja, er hat recht. Die Kampfarena war, bevor Sabrina kam, die eigentliche Arena. Was man nicht mehr in dem Spiel erlebt. Das bekommt man aber halt so mitgeteilt. Und dadurch, dass halt Psycho-Pokémon effektiv gegen Kampf-Pokémon sind und sich die Kampfarena nicht mehr wehren konnte, wurde die basically aus der Stadt vertrieben, beziehungsweise degradiert zu einer ehemaligen Arena. Deshalb ist das halt so geregelt, wie es ist. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool, aber auch gleichzeitig ein bisschen schade, weil ich gerne eine Kampfarena noch gesehen hätte in der Generation. Oder dass man es sich hätte aussuchen können, das wäre auch cool gewesen. Lucario, du bist ein bisschen gefährlich. Wir gehen mal in Hideyoshi. Du wirst mich zwar auch mit Kampf treffen, aber ich kann dich genauso mit Kampf treffen. Oh mein Gott. Wenn du jetzt Tempo-Hieb hättest, ne? Hast du aber nicht und deshalb weg. Lucario hat halt Patronenhieb und Vakuumwelle, aber nicht Tempo-Hieb. Deshalb, I don't care. Vakuumwelle ist dasselbe, nur halt als speziell und das juckt halt bei Spezial, bei Schwertanzangrifferhöhung überhaupt nicht. Glaciola ist Glaciogon. The unnecessary crit. Okay. Oh Gott, jetzt habe ich Aufstöße. Mit dir kann ich mich nicht messen. Das ist richtig. Ich bin ja auch keine Maßeinheit. Denn ich bin das Maß aller Dinge. Ja, okay. Sorry, Leute. Hehe, ich habe sie deutlich vor mir.
Ich kann in die Tiefen deiner Seele blicken. Glaub mir, so tief kannst du nicht schauen. Da sind Abgründe, die kennst du nicht. Du wirst wahrscheinlich danach mehr als nur eine Traumatherapie brauchen. Ba, 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 ba. Okay, Shelterra. Du bist ein gefundenes Fressen für einen wundervollen Eisstrahl. Und Level 52. Jawohl. Sehr schön. Rotom. Rotom Ofen. Ich meine, so oder so bist du kein wirkliches Problem für mich gerade, weil du halt das Vanilla-Rotom bist. Du dürftest keinen Eisstrahl überleben. Ja. Wenn du jetzt tatsächlich Rotom Ofen gewesen wärst, hättest du es auch nicht überlebt, weil ich halt Surfer habe. Ich kenne zwar die Tiefen deiner Seele, aber verloren ist verloren. Nein, kennst du nicht. Kennst du nicht. Ah, hier waren wir schon. Ich glaube, es gab irgendeine Strategie, wie man hier durchkam. Aber ich habe total vergessen, welche das war. So, du bist, glaube ich... Oh, wait, ich habe alle besiegt. Alle Trainer in der Arena sind besiegt. Gut, dann... falls ich nicht sofort jetzt die Arenaleiterin finden sollte und noch ein bisschen umherirren sollte, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hab's geschafft. Ich wusste, es war irgendwo unten links. Ich wusste nur nicht mehr, wo genau. Aber wir sind hier. Wir stehen vor Sabrina. Ich wusste, dass du kommst. Ich hatte schon vor 3 Jahren eine Vision, die mir deine Ankunft ankündigte. Das hast du mir wahrscheinlich jetzt schon seit wie vielen Jahren gesagt? 13, 14, 15? I don't know. Du hast es auf meinen Orden abgesehen. Kämpfe bereiten mir nur wenig Freude. Aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu bereichen, die sich als würdig erweisen. Wenn das also dein Wunsch ist, werde ich dir meine Psychokräfte zeigen. Zeig mir mal deine Psychokräfte, Tristian. Vier Pokémon, Anfang von einem Kapalores. Okay. Und wir haben Angriffsboost. Das ist nicht so das, was ich wollte. Wir müssen auf jeden Fall raus, weil du garantiert mit Pflanze angreifen wirst. Oder mit Naturkraft und das wird Triplette. Gut, dann nevermind. Aber wir haben mit X-Bart einen guten Konter gegen Kapalores. Und werden paralysiert. Ich habe damit gerechnet, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Matschbombe dürfte aber ein guter Two-Shot werden. Ja. Und nice. Ausgeglichene Gerechtigkeit. Erstaune. Vor allen Dingen, du bist sogar langsamer, obwohl ich paralysiert bin. Das ist auch beeindruckend, weil Kapalores jetzt kein langsames Pokémon ist. Okay, das war auf jeden Fall ein guter erster Kill von unserem Alucard. Jan Mega. Du wirst jetzt wahrscheinlich Antikraft einsetzen. Und Antikraft hittet leider viel zu viele Pokémon viel zu gut. Aber Roboru dürfte das relativ gut nehmen und dich direkt mit einem Donnerblitz aus dem Leben feuern. Schlitzer, nevermind, du setzt gar keine Antikraft ein, warum auch immer. Dann soll mir das recht sein und tschüss, Jan Mega. Jan Mega ist so cool von seinem Design her. Wenn Jan mal selber nicht so nutzlos gewesen wäre, dann wäre das auch noch sehr, sehr viel cooler. Papinella, boah, du bist gerade eine sehr, sehr harsche Enttäuschung, muss ich sagen. Also, wenn das gerade alles ist, dann bist du mit Abstand die leichteste Arena-Leiterin von denen, die wir bisher hatten. Rosarade. Mhm. Mich beschleicht eine leise Ahnung, worauf das hier für mich hinausläuft. Okay. Wir machen erstmal ein Lichtschild, weil Rosarade ist ziemlich hart auf der speziellen Seite. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde in Alucard wechseln. Und wenn du einen Blättersturm oder einen Giftangriff werfen solltest, ich werde den so wegtanken wie nichts.
Du machst einen weiteren Lockpuff, okay. Aber um sicher zu gehen, dass das hier kein Problem für mich darstellt, mache ich stattdessen erstmal eine Top-Genesung, die habe ich mir verdient. Und dann setze ich Fliegen ein und das dürfte Roserades Untergang werden. Ein Zauberblatt. Ich will gar nicht wissen, wie sehr du mich damit kitzeln willst. Das war ein Crit. Ich wollte gerade sagen, das war ein Crit. Nie und nimmer war das der normale Schaden. Ah, natürlich crittest du mich. Ich meine nicht, dass es mattern würde, aber... Naja. Fliegen, Feuer, aus die Maus. Hoffe ich zumindest. Jawohl. Und damit sind wir im Besitz von Sabrinas Orden, was eigentlich der 6. Orden wäre. Und Doki Bird möchte Drachenstoße lernen. Ich meine, das ist besser als Drachenwut gerade zu haben, beziehungsweise als Slam. Slam ist halt komplett nutzlos, Drachenstoß ist fast nutzlos. Und wir haben gewonnen. Ah, jetzt verstehe ich. Ich weiß nicht, was du verstehst, aber du verstehst. Diese Stärke. In meiner Vision warst du viel schwächlicher. Scheinbar kann nicht einmal ich die Zukunft vollständig vorhersehen. Aber gut, hier, das ist der Sumpforden. Du hast ihn dir verdient. Dass du so stark sein würdest, konnte ich nicht vorhersehen. Das bedeutet, dass deine Stärke meine übernatürlichen Kräfte weit übertrifft. Hier, bei dir ist diese TM besser aufgehoben. In ihr ist die Attacke Rankenhieb enthalten. Daumen hoch. Die ist übrigens sehr beschissen. Sie tauscht die Fähigkeiten deines Pokémon mit denen deines Gegners. Du hast eine strahlende Zukunft. Irgendwann wird man dich als Champ aller Champs feiern. Zumindest im Spiel ja, aber ansonsten nein. Und damit ist der heutige Part erledigt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin noch am Überlegen, womit ich dann beim nächsten Mal weitermache. Aber auf jeden Fall nutze ich jetzt erstmal die Zeit, um meine Stimme ein bisschen zu schonen. Die 6 Parts hintereinander, die haben ganz schön wehgetan. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde höchstwahrscheinlich oft noch ein bisschen grinden, damit Dragoran und Vulcano dann soweit sind. Und macht's gut.